Was doch eigentlich jeder Mensch mit auf die Welt bringt, und das ist die Lust am eigenen Entdecken. Und vielleicht dann auch noch am eigenen Gestalten. Und vielleicht, wenn es gut läuft, dann vielleicht auch noch die Lust am gemeinsamen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten. Ich glaube, da sind alle Eltern auch schon zu der Erkenntnis gekommen, dass es kein Kind gibt, was diese Lust nicht mitbringt. Sonst würden die Kinder, glaube ich, sterben. Die primären Lernerfahrungen heißen also, das sind Erfahrungen in der lebendigen Beziehung zu einer anderen lebendigen Person. Und so müsste es eigentlich die ganze Zeit bleiben, weil das Kind nur in diesem Modus diese Fähigkeit erwirbt, das Wissen, was die andere Person hat, auch für sich zu übernehmen. Und leider passiert es uns in unserer Gesellschaft über kurz oder lang mit jedem Kind, was wir hier großziehen, dass das Kind diese Erfahrung gebrochen bekommt. Das heißt, es erlebt plötzlich, dass es so, wie es ist, nicht richtig ist. Dass es anders sein soll, dass es mehr tun soll. Sprich, es wird Objekt der elterlichen Erwartungen und der elterlichen Erziehungsmaßnahmen, der elterlichen Hoffnungen und Wünsche und was es da noch so alles geben mag, auch der Bewertungen. Da wissen wir aus der Neurobiologie, dass das wehtut. Das heißt, unter solchen Bedingungen, wo man aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen wird, werden im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn man dem Kind körperliche Schmerzen zufügt. Das ist sogar bei Erwachsenen noch so. Und da hat man das auch gezeigt. Das heißt, das Kind, was das erste Mal erlebt, dass es so, wie es ist, nicht richtig ist, hat ein riesiges Problem. Es wird als Objekt behandelt, erlebt, das kann es noch nicht formulieren, aber erlebt es so. Und in dem Augenblick, wo das passiert, schrumpft die gesamte Wahrnehmung der Welt zusammen auf die Notwendigkeit zur Behebung dieses Problems. Das heißt, die ganze Aufmerksamkeit geht dann auf die Frage, wie komme ich hier raus? Und da gibt es zwei Lösungen. Die eine Lösung ist die einfachste. Ich mache einfach den anderen auch zum Objekt meiner Bewertung und sage, blöde Mama. Dann ist das Kind in unserer Beziehungskultur angekommen. Das ist nicht angeboren. Das erwirbt es, weil es diese Erfahrung macht und dann diese Lösung findet und dann sich in unserer Welt auch bestätigt fühlt, was machen die alle anderen auch so. Und dann gibt es Kinder, die tatsächlich immer besser werden in der Manipulation anderer. Und das ist die wesentliche Lernerfahrung, die die machen. Auch in dem Bildungssystem geht es nur noch darum, andere zu manipulieren und besser zu werden als die anderen. Es geht eigentlich gar nicht um Mathematik oder Biologie oder Aneignung von Weltwissen. Es geht nur darum, wie kann ich das alles benutzen, damit ich anderen zeigen kann, dass ich besser bin, damit ich andere besser für meine Absichten und Zwecke verwenden kann. Das ist die eine Gruppe, und die anderen Kinder sind noch schlechter dran, die können das aus irgendwelchen Gründen nicht, andere zum Objekt zu machen, die machen es mit sich selbst. Die sagen dann, ich bin zu doof, ich bin zu blöd, ich kann kein Mathe, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht schön genug. Das heißt, indem sie sich dann selbst zum Objekt machen, sind sie auch aus der Nummer raus, denn jetzt werden sie zum Objekt gemacht, aber nicht sie selbst, sondern sie haben das ja selbst sozusagen angenommen. Und das heißt, da sagt der Lehrer, du kannst kein Mathe. Und dann sagt das Kind, ja, ich bin zu blöd für Mathe. Und dann ist gar kein Problem mehr. So können die miteinander umgehen. Und so entstehen solche Rollenverhalten, wo hier der Lehrer ist und da der Schüler. Und die schwimmen tapfer aneinander vorbei, die begegnen sich nicht mehr. Die sind nur noch in Rollenbeziehungen unterwegs, wo einer den anderen zum Objekt macht. Und das geht dann auch mit Vorgesetzten und Mitarbeitern, und das geht mit Eltern und ihren Kindern, das geht mit Ärzten und ihren Patienten so. Und das ist unser gesellschaftliches, gegenwärtiges Beziehungsmuster, überall.